Der Ton zwischen Russland und der NATO hat sich wieder verschärft. Die Darstellung Moskaus, ein Teil der Truppen ziehe sich von der Grenze zur Ukraine zurück, stößt bei der Allianz weiterhin auf Skepsis. Generalsekretär Stoltenberg sagte beim Verteidigungsministertreffen in Brüssel, man habe noch keinen Abzug beobachtet. Im UN-Sicherheitsrat warfen die USA Russland vor, in der Ukraine einen Vorwand für einen Angriff provozieren zu wollen. Diese Aufnahmen lässt das russische Verteidigungsministerium heute verbreiten. Abziehende Truppen. Eine Ortsangabe wird nicht gemacht. Der ukrainische Präsident Selenskyj glaubt den Bildern nicht. Wir sehen weiterhin ein großes Truppenaufkommen. Das hat sich seit Wochen nicht geändert. Es gibt kleinere Rotationen, aber ein Abzug der russischen Truppen ist das sicher nicht. Moskaus Außenminister widerspricht, wo Manöver beendet seien, ziehe man ab. Unsere Soldaten haben auf ihrem eigenen Territorium Manöver abgehalten und jetzt brechen sie ihre Zelte ab und ziehen sich zurück. Aber die westliche Hysterie geht weiter. Genau das ist doch Eskalation. Der amerikanische Botschafter fuhr heute ins Moskauer Außenministerium und bekam dort ein 10-seitiges Schreiben ausgehändigt. Dort fordert Russland die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral- und Osteuropa sowie aus dem Baltikum auf. Russlands rote Linien und seine Sicherheitsinteressen würden nach wie vor ignoriert, heißt es in dem Brief. Und Russland plane keine Invasion der Ukraine. Auch diese Bilder wurden heute gezeigt. Gemeinsame Schießübungen russischer und belarussischer Einheiten. Der belarussische Präsident Lukaschenko besuchte heute die Manöver. Er und Russlands Präsident, so Lukaschenko, hätten noch nicht entschieden, wie lange die russischen Truppen im Land blieben. In der Ostukraine, wo sich ukrainische Armee und von Russland unterstützte Separatisten seit Jahren bekämpfen, beschuldigten sich heute beide Seiten, die Waffenruhe zu brechen. Bei Gefechten wurde auf ukrainisch kontrollierter Seite auch ein Kindergarten getroffen. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt.